Hallo und herzlich willkommen bei Raum für Notizen. Heute ist unser Gast Jan-Michael Kühn. Er sitzt hier zu meiner Rechten. Hallo. Ich würde dir erstmal gern was zu trinken anbieten, bevor wir überhaupt anfangen miteinander zu reden. Mhm. Und zwar kann ich dir anbieten ein Bier, ein Cola-Limonaden-Getränk und ein Mate-haltiges Getränk. Ich hätte gerne ein Bier. Oh, das ist eine gute Wahl. Mhm. Ist ja auch schon spät, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall. Abends. So. Dann gebe ich dir mal das Bier. Kann ich auch ein Glas dazu haben eigentlich? Aber natürlich. Ich bin ja so der Glastrinker. Na klar. So das Flaschenkind. Warte. So. Nee, das ist nicht so gut. Warte, ich gebe dir mal das hier. Aha. So. Ich nehme mir ein Stück Wasser. Du kannst eigentlich uns schon mal erzählen, was du so machst. Ich habe auch gehört, du schreibst gerade eine Doktorarbeit. Aha. So ein bisschen, dass wir einen Eindruck von dir bekommen und dich einordnen können, sozusagen. Okay. Ja, mein Name ist Jan. ich bin DJ, Soziologe, Blogger im Internet, betreibe einen Blog und verbinde irgendwie meine Interessen quer durch diese ganzen Bereiche. Also lege halt quasi auf in Clubs irgendwie, schreibe über Sachen im Internet, die mir irgendwie wichtig sind oder die mit meiner Arbeit zu tun haben halt, ne? Und beziehe gleichzeitig sozusagen wesentliche empirische Daten für meine wissenschaftliche Arbeit aus meiner Szene-Involvierung. Ja, ja. Szene ist auch ein Begriff, da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Lass mal anstoßen hier. Ja, Prost. Vorsicht. Ich trinke mal noch nicht, ne? So, Berlin-Mitte-Institut ist auch was Interessantes, was dich sehr beschäftigt. Erzähl doch mal, wie ist das entstanden? Was macht ihr da? Du hast ja auch selber Sendungen gemacht oder beziehungsweise dich aufgenommen. Genau, das würde mich noch interessieren. Mhm. Ja, das Berlin-Mitte-Institut, das ist so ungefähr 2006, ich glaube genau Oktober 2006 ist es entstanden. Und es ging eigentlich zuerst darum, damals fing es gerade so an mit diesem Ganzen, dass man sich selber broadcasten kann im Internet, dass es irgendwie da günstige Technologien gab und so weiter und so fort. Und man war halt damals noch so Bedroom-DJ gewesen, der irgendwie in einem Club nichts zu sagen hatte, nichts zu melden hatte, nicht reingekommen ist halt. Ne? Und da war es ganz cool irgendwie einfach zu Hause ein paar Sendungen aufzunehmen, Freunde einzuladen und dann haben wir irgendwie... Also jetzt nicht so professionell wie hier, sondern halt einfach nur ins Wohnzimmer halt irgendwie so eine olle Webcam mit so einer ganz billigen Auflösung einfach reingestellt und Musik aufgelegt, zusammen mit Freunden, die eingeladen. Und das hat man dann irgendwie so einen wöchentlichen Turnus gemacht. Ja. Und das ist dann irgendwann immer bekannter geworden. Dann hat man sich mal vielleicht einen bekannteren DJ eingeladen, den man irgendwie cool findet oder vielleicht ein Label. Irgendwann mal wurden da irgendwie auch Veranstalter kamen dann zu und sowas. Ne? Und so wurde es halt immer größer und immer schneller. Und irgendwann ist man dann dadurch halt auch sozusagen mehr ins selber Auflegen, in die Clubs dann irgendwie hineingekommen halt. Ne? Und das habe ich, glaube ich, die Sendung habe ich gemacht bis ungefähr 2012 oder so, das war 2011 regelmäßig. Dann wurde es halt immer weniger, weil ich weniger Lust hatte. Okay. Und hatte einfach schon viele Sendungen gemacht, da war nichts mehr Reizvolles da dran halt. Ne? Und außerdem, man war ja mittlerweile etabliert so als DJ und deswegen, da gab es dann auch keinen so richtigen Grund mehr. Und dann ist es immer mehr übergegangen eigentlich in den Blog. Und da habe ich dann angefangen, alle möglichen Themen, die mich interessieren, also teilweise aus meiner wissenschaftlichen Arbeit darüber zu bloggen oder weil ich war auch immer unzufrieden mit den Medien in dieser Musikszene, weil da irgendwie nicht so wirklich interessante, spannende, kritische Sachen berichtet wurden, sondern immer nur irgendwelche, der Produzent hat dies und jenes veröffentlicht oder das ist ein Interview mit dem Produzenten, der das und das dies erzählt und sowas, das sind irgendwie seine Einflüsse, fand ich immer total langweilig, habe ich nie gerne gelesen, ne? Und dachte mir irgendwie so ein paar fetzige Inhalte vielleicht eher halt, ne? Und gerade eben die wissenschaftliche Arbeit. Da gibt es dann irgendwie schon viel Inspiration, die man dann nehmen kann und die dann auch überhaupt nicht bearbeitet wird von niemandem eigentlich halt. Ne? Und wo man dann sich schon so ein bisschen so eine Nische schaffen kann thematisch. Ja, du schreibst auch gerade eine Doktorarbeit. Genau. Was ist da das Thema? Moment, erstmal nochmal. Ja. Ja, Mut antrinken. Ja, immer gerne. ich habe ja vorher eine Diplomarbeit geschrieben, auch genau über Themen zu der Musik. Da ging es um... wie Musikproduzenten in Home-Recording-Studios sozusagen Musik machen, speziell Techno-Musik.
Da habe ich 6 Leuten sozusagen beigesessen und denen halt akribisch blöde Fragen gestellt die ganze Zeit, so ganz einfache Fragen, um herauszufinden, was machen die eigentlich, wie machen die es, wieso machen die es, und daraus dann diese Diplomarbeit geschrieben und darauf aufbauend dann halt arbeite ich jetzt gerade an der Doktorarbeit, die jetzt dann hoffentlich bald fertig ist. Okay. Anfang nächsten Jahres wird es dann wohl hoffentlich soweit sein. Und wo sozusagen eigentlich die Erkenntnisse, die ich da mitgenommen habe, verlängert werden auf eine größere, auf eine höhere Theorieebene, wo es darum geht, also jetzt vor allem soziologische Theorie, Szenetheorie, Subkulturtheorie und die Theorie kultureller Felder miteinander zu verbinden, um dann daraus eben so eine Art neues Konzept von Szenewirtschaft und ästhetischer Subkultur zu formieren. Gut. Danke. Unsere Sendung heißt ja Raum für Notizen. Und hast du denn eine Notiz uns mitgebracht? Ja. Wenn ja, dann hol sie doch mal bitte hervor und wir gehen mal an die Dartscheibe und dann darfst du mal mit dem Dartfeld da deine Notiz anpinnen. Okay, aber ich muss die so ganz langsam raustun, damit die Kamera da drauf ist. Ja, dann kann. Mach doch mal ganz langsam. Ich hole in der Zeit den Dartpfeil. So. So, diese Notiz, ich sag noch nicht, was es ist, oder soll ich schon sagen? Sag mal noch nicht. Mhm. Du darfst dich hier neben mich stellen. Hier. Genau, hier. Ich halte kurz deine Notiz. Mhm. Du probierst mal die Dartscheibe zu treffen. Genau, die Kamera damit ist das Ziel. Die, ne? Kamera, genau. Alles klar, ich bin mal gespannt, ob ich es nicht schaffe. Ach. Na, ist doch gut gelaufen. So. Aha. Jetzt pinne ich hier deine Notiz an und darauf steht Verzichtskompetenz. Genau. Jetzt erwartest du wahrscheinlich, dass ich das erläutere. Bitte erklär uns doch, was das bedeutet. Am besten, du kommst hier vor zu mir. Ja, also die Idee irgendwie war gewesen, dass man so ein Zitat mitbringt oder einfach ein Motto, was einem persönlich irgendwie wichtig ist. Irgendwie. Mhm. Und da ich irgendwie überhaupt nicht nach Zitaten oder nach Mottos irgendwie lebe, halt, ne, habe ich mir überlegt, irgendwie, was ist denn trotzdem vielleicht so eine Art überbegreifender Begriff, den man vielleicht für die letzten Jahre meines Lebens irgendwie anwenden könnte, mhm. halt, ne, der irgendwie vielleicht sinnvoll erscheint für etwas, was mich irgendwie angeleitet haben könnte eventuell. Da ist mir dieser Begriff Verzichtskompetenz eingefallen, weil es im Endeffekt darum geht, wenn man versucht, so einigermaßen in der heutigen Welt, in einer Großstadt, in der Welt des Internets, in der Welt von super vielen Möglichkeiten und Opportunitäten irgendwie trotzdem noch irgendwie so ein bisschen so ein angenehmes Leben irgendwie führen kann und führen möchte, dann muss man, glaube ich, eine wichtige Kompetenz heutzutage haben, und das ist die Kompetenz zu verzichten. Sehr schön. Hm. Und das heißt, man muss, obwohl sich viele Möglichkeiten eigentlich wunderbar anhören und man damit tolle machen Sachen könnte, so ist es, glaube ich, wichtig, dass man einfach ganz viel davon hinten drunter fallen lässt und sich nur auf die Sachen konzentriert, die einem vielleicht persönlich wichtig sind, die einem auch persönliche Freiräume ermöglichen, ne? Wo es vielleicht nicht nur um Arbeiten geht, sondern einfach nur ums Zurücklehnen halt. Ne? Hm. Also ich glaube, so diese Kompetenz zu verzichten heutzutage, die wird immer wichtiger in unserer Gesellschaft, wo es immer mehr Optionen gibt. Schön. Gut, danke. Wir setzen uns mal wieder hin. Mhm. Genau, wir haben jetzt schon gerade ein bisschen über dein Soziologie, also so, ne, in das Feld Soziologie sind wir schon ein bisschen reingerutscht. Und du beschäftigst dich ja aber auch viel mit Musik. Hast du denn überlegt, auch mal Musikwissenschaft zu studieren? Oder gibt es so Felder, die beide sozusagen bedienen? Oder überlegst du, das, was du gerade auch machst, vielleicht macht das Sinn, in der Musikwissenschaft damit einzuflügen? Oder wie ist das? Was ich mache, ist ja sowieso interdisziplinär, in dem Sinne, dass es halt eigentlich an den verschiedenen Grenzen, Disziplinengrenzen sowieso kratzt und sie übergreift. Also Soziologie, Musikindustrietheorie und auch Musikwissenschaft natürlich spielt da überall hinein. Halt. Also man kann das nicht soziologisch argumentieren, ohne über Musik sprechen, ohne natürlich die Musikwissenschaft irgendwie da mit hineinzunehmen. Mhm. Halt, ne? Weil natürlich ganz, ganz wichtige Erkenntnisse, ganz wichtige Thesen, ne? Natürlich dann aus der Musikwissenschaft kommen oder halt auch natürlich auch ganz, ganz wichtige Lücken, ne? In der Musikwissenschaft sind, die man natürlich dann eher aus einer Perspektive angehen kann, die eben dann eher soziologisch verortet ist. Mhm. Würdest du Sinn machen jetzt zum Beispiel für einen angehenden Musikwissenschaftler, dass der dann mal in deiner Vorlesung sitzt und das anhört? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ja. Also ich habe ja so mal ein Seminar gemacht an der TU, die Soziologie der Berliner Techno-Szene. Das war 2012 gewesen, das war auch sehr gut besucht, das Seminar. War ich überrascht gewesen, weil das war dann doch eher theoretisch halt. Aber da waren halt auch ganz viele, einfach auch, das waren schon alte Studis gewesen, aber die kamen nicht nur aus der Soziologie, sondern die kamen eben auch aus der Musikwissenschaft, also von der HU oder sonst wo halt. Ne? Oder waren auch einfach teilweise Leute, die irgendwie Ingenieurwesen studiert haben und einfach so tief in der Musikszene drin sind, dass sie sich unbedingt mal eine Reflexion darüber irgendwie anhören wollten. Halt, ne? Also klar, natürlich, da gibt es immer, ist immer wichtig, ist immer gut. Schön. Ja? Ich bin auf eine Arbeit von dir gestoßen, einfach mal zuhören, einfach nur zuhören. Mhm. Da beschreibst du ja, dass man Musik auch häufig
nur als Klangteppich wahrnimmt, vielleicht auch manchmal also das Bewusstsein direkt nur auf die Musik legt. Kannst du uns vielleicht kurz dazu sagen, was es genau bedeutet, richtig zuzuhören, und an die Zuschauer hier draußen, wir werden gleich so ein kleines Experiment hier zusammen durchführen. Ihr könnt schon mal überlegen, ob ihr vielleicht den Song, den wir uns gleich gemeinsam anhören würden, ob über eure Anlage laufen lassen wollt, und sucht schon mal den Lichtschalter. Aber jetzt frage ich Jan nochmal, dass er uns das einfach kurz mal beschreibt, was wir gleich machen. Mhm. Also die Idee hinter dem Blog-Eintrag damals war gewesen, dass mir auch gefallen ist, dass man heutzutage, heutzutage ist ja Musik omnipräsent überall, man kommt gar nicht mehr drum herum, Musik nicht zu hören, eigentlich heutzutage. Und es gibt auch ein riesiges Angebot an verschiedensten Musikgenres etc. pp. Und sowas. Ne? Aber eigentlich ist heutzutage, das ist irgendwie auch paradox. Ne? Also eigentlich, wir hören gar nicht mehr richtig Musik, halt, ne? Sondern es ist halt häufig einfach nur so ein Mittel so nebenbei und sowas halt. Ne? Ja? Also es gibt jetzt verschiedene, man kann Musik auf verschiedenste Arten und Weisen hören. Ne? Ich will das jetzt gar nicht irgendwie bewerten, dass es irgendwie nur diese Art und Weise oder nur diese Art und Weise die richtige Art und Weise des Musikhörens ist. Ne? Mhm. Das war eher so eine Art als Denkanstoß gedacht halt. Ne? Ja. So, probiert es doch mal auf diese Weise halt. Ne? Ja? So in diese Richtung. Und deswegen mit diesem richtig Musik hören halt, ne? Ja. Und die Idee ist halt einfach, eben Musik nicht nur als Klangteppich, als nebenbei irgendwie laufen zu lassen, sondern sich einfach mal wieder drauf einzulassen halt, ne? Und da habe ich so eine Art kleinen Versuchsaufbau gemacht für die Leute, dass sie das mal probieren. Und zweimal staunen, haben auch einige geschrieben, dass sie das halt auch schon genau oder so ähnlich halt selber machen halt, ne? Und das halt nur empfehlen können. Also es geht im Endeffekt darum, einfach mal möglichst viele Sinne abzuschalten. Also Augen zu, Licht aus, sich am besten einfach nur hinzulegen halt, ne? Und dann einfach mal leise Musik anzumachen, ne? Und sich dann einfach mal auf die Elemente einzulassen halt, mhm. ne? Und dem einfach ein bisschen Zeit, ein bisschen Raum zu geben, sich eben nicht ablenken zu lassen, sondern einfach mal vielleicht auf ein bestimmtes Element zu hören, zu gucken, wie sich das entwickelt. Und man wird merken, dass da auf einmal eine ganz andere Musikwahrnehmung irgendwie nach einer Weile entsteht halt. Ne? Ja, schön. Das probieren wir jetzt mal aus. Mhm. So, wir fangen jetzt an. Ihr zu Hause könnt mal euer Licht ausschalten. Ihr könnt euch gerne hinlegen oder ihr setzt euch so bequem in den Sessel, wie wir das machen. Jetzt wird gleich das Licht runtergefahren. Der Song geht los und wir probieren das einfach mal aus. Eigentlich sollte man es, wenn es geht, so vielleicht Viertelstunde, 20 Minuten, ne, aber ein bisschen längeren Zeitraum machen. Ruhig länger, genau. Also die letzte Minute wird halt erstmal nicht so viel bringen. Also ja, also die besten Ergebnisse habe ich mal so nach 40 Minuten, einer Stunde erzählt, weil man dann wirklich in einer ganz anderen Welt irgendwann ist. Halt, ja, ne? Genau. Deswegen geben wir jetzt quasi nur so einen Anreiz für euch. Gut. Zeit die Augen zu? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja, okay. Ich habe jetzt gerade wieder aufgemacht. Okay. Sag uns doch ganz kurz, was haben wir gerade da gehört? Das war einfach nur, den Track weiß ich jetzt gar nicht, muss ich zugeben. Das war einfach nur ein DJ-Mix von mir, den ich im Stadtbad in Berlin gespielt habe vor ein paar Wochen. Ja. Und aufgenommen. Und wenn man das jetzt zum ersten Mal macht und ich weiß, wo höre ich denn jetzt überhaupt hin? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sagst du, hört doch mal auf die Bass oder hört doch mal, oder was würdest du jetzt sagen? Nee, genau. Prinzipiell ist es eigentlich völlig egal, auf welches Element man sich einlässt. Es ist einfach nur wichtig, dass man sich einfach mal fokussiert. Also man hört es vielleicht nicht als gesamtes Groove-Kunstwerk, mehr oder weniger, was da läuft, sondern einfach nur auf die Kickdrum hören. Oder gerade bei dem Track fand ich so schön, weil man hat halt sozusagen diese Snare-Drum halt, ne? dieses höhere Element sozusagen auf der 2 und auf der 4, würde man sagen. Mhm. Und gerade das irgendwie bietet sich quasi an, sich einfach mal nur mal dem zu widmen, dahin zu hören. Und man wird halt dann nach einer Weile merken, dass der Kopf selber so viel hinzuproduziert zu der Musik halt, ne? Dass sich selbst dieser Sound, obwohl er sich jetzt gar nicht
von der Waveform her vielleicht verändert, sondern einfach, dass er am Kopf ganz andere Assoziationen hervorruft und dass das eigene Kopfkino halt dann wirklich wunderbar in Fahrt kommen kann. Ja, ne? Schön. Gut. Ich habe ein kleines Spiel vorbereitet. Mhm. Und zwar geht es um Locations in Berlin. Okay. Konzertlocations. Mhm. Konzertlocations? Club-Konzertlocations. Okay. Ich zeige dir ein Bild und du darfst raten und auch die Zuschauer natürlich, wo ist das denn? Das ist ein großer Boiler. Ich würde sagen, das ist Stadtbad. Richtig. Ja. Sehr gut. Aha. Warte mal, das blendet so ein bisschen. Gute Frage. Das weiß ich gar nicht. Ich würde sagen, das geht irgendwie in die Richtung damals, ehemals Bad 25, Kater Holzig, Kater Blau, irgendwie sowas in die Richtung. Chalet. Achso, okay. Siehst du, Chalet war ich noch nie gewesen. Von daher bin ich excused. Ich habe gerade gehört, ich habe es falsch rum. Echt, ja? Deswegen hast du es nicht erkannt, sonst hättest du es wahrscheinlich nicht erkannt. Na, jetzt ist es natürlich total klar. Chalet, jetzt weiß ich es. Gut, ja. So, hier auch falsch rum. So, dann drehe ich das hier nochmal. Weißt du, wo das ist? Der ominöse Club Sisyphos. Genau. Mhm, das erkennt man direkt. So dieser Bar 25 Nachbau. Genau. Das letzte. Wahrscheinlich ziemlich. Okay, das ist abgefuckt. Aber das, die Treppe da hinten? Nee, die Treppe kenne ich nicht. Ich meine, das könnte das Gate sein, aber das ist es nicht. Es ist abgebrannt. Das ist abgebrannt. Ah, das ist dann hier der Festsaal Kreuzberg, ne? Genau. Ich dachte jetzt gerade nur wegen der Treppe und irgendwie, weil es so schön abgefuckt war, könnte das Gate sein, aber ist dann doch ein abgebrannter Club. Ja. Ja, hast du doch ganz gut gewusst. Ich guck mal hier. Ich habe mir nämlich noch ganz viele Fragen für dich notiert. Mhm. Genau, wir waren hier gerade schon so jetzt bei den Clubs. Du hast dich ja auch mit der Techno-Szene insgesamt beschäftigt, auch wahrscheinlich spezialisiert auf Berlin, oder? Ja, eher Berlin. Genau, kannst du uns sagen, das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage, wie es sich über die letzten Jahre entwickelt hat, zum Beispiel auch unter dem Einfluss GEZ, Tourismus, ich weiß nicht, was da alles dazukommt, was sozusagen die Techno-Szene verändert hat. Hat sie es überhaupt nie verändert? Was ist so da deiner Meinung nach passiert? Ja, einerseits ist es halt so, dass irgendwie das Prinzip dieser Musikszene ist erstaunlicherweise seit Ende der 80er bis heute eigentlich immer dasselbe geblieben halt, ne? Also es geht darum, laute Musik zu hören, trackbasierte Musik, die in DJ-Mixen zu verbinden, auf lauten Soundanlagen und dann dazu stundenlang durchzutanzen und das manchmal nur eine Nacht, manchmal länger. Und dieses Prinzip eigentlich dieser Musikkultur, das ist ganz interessant, das hält sich irgendwie vehement eigentlich halt. Ne, ja. Es gibt sozusagen jetzt innerhalb dieses Konzeptes, dieses Prinzip halt, ne, gibt es natürlich so Entwicklungen halt. Ne, also zum Beispiel neuere Musikgenres, neuere Ausdifferenzierungen halt. Ne. Heutzutage redet man irgendwie von New Disco, von Tech House, von Berghain Techno und alles Mögliche halt. Ne. Also da gibt es halt schon verschiedenste Differenzierungen halt. Ne. Auch die Clubs haben sich zum Beispiel verändert. Heutzutage redet man ganz viel so von so Bretterbuden halt. Ne? Das sind irgendwie nicht mal so nur schmutzige Keller von früher, sondern oder irgendwelche Industrieräume, sondern heute werden ganz bewusst irgendwie mit dem günstigen Baustoff Holz ganz viele Räume geschaffen halt. Ne? Ansonsten natürlich klar, was man allgemein kennt, so Gentrification ist halt ein wichtiges Stichwort mittlerweile geworden halt. Ne? Oder auch, man sagt, spricht doch mittlerweile von Touristification. Ja. Also zum Beispiel halt auch, oder das zum Beispiel natürlich, dass das Berghain irgendwie mittlerweile wahrscheinlich sogar in Venezuela, jeder kennt halt, naja. Und damit halt auch eben die neue Effekte, dass halt eine neue Aufmerksamkeit für diese Musik, auch für diese Kultur entstanden ist. Ist es gut? Also speziell jetzt Berghain, wenn ich da jetzt hingehe, ich gehe jetzt manchmal nicht mehr hin, weil ich mir denke, zu viel Touris. Ja, ja, genau so denken halt eben auch viele andere halt. Ne? Und das Problem dabei ist halt eben, es gibt ja sozusagen so gewisse Regeln, gewisse Verhaltensnormen irgendwie, die man idealerweise anwenden sollte, wenn man Spaß haben möchte halt. Ne? Ja, also, und die stehen sozusagen relativ im Kern dieser Musikkultur halt. Ne? Also die Art und Weise, wie sie die Kultur es immer wieder schafft, uns zu verführen, zur Teilnahme, dass wir es immer alles wieder wunderbar finden und sowas. Ne? Das fällt halt nicht vom Himmel, sondern das hat halt so ein paar grundsätzliche Regeln. Ne? Was sind das für Regeln? Kannst du das so? Also zum Beispiel hat die Musik, ja, das war eine der großen Leistungen dieser Musik, dieser Clubmusik halt, ne, dass sie einen Raum schafft, wo Menschen sich idealerweise nur tanzen und irgendwie um die Musik kümmern und sich stundenlang sozusagen fallen lassen können halt, ne. Und wenn es irgendwann darum geht, irgendwie angebaggert zu werden, zum Beispiel halt, ne, oder sich zu
zuzusaufen und sowas alles halt, ne? Dann widerspricht das halt so ein bisschen dieser Idee halt, ne? Mhm. Und wenn du eben zum Beispiel hast dieses Phänomen, dass du ganz viele neue Touristen hast in der Stadt irgendwie halt, ne? Die schaffen es halt nicht mehr, diese Regeln zu lernen halt, ne? Also die kommen mit ihrer Idee von zu Hause dann in diese Clubs und sind halt, meinen sie müssten halt im Endeffekt genauso weitermachen wie zu Hause halt, ne? Und verstehen halt nicht, dass gerade das Besondere dieser Musikkultur darin liegt, dass da eben auf eine andere Art und Weise gefeiert wird und sowas, ne? Mhm. Das heißt sozusagen, es ist halt schwieriger, den Leuten die Verführungskraft sozusagen halt, ne? Dieser lokalen Clubkultur irgendwie beizubringen, wenn da so ein hoher Flux an Menschen ist, die da immer rein. Ja, Pubcrawling fällt mir da ein, ne? Ich meine, Pubcrawling ist ja ein gutes Beispiel. 10 Minuten in einem Club, trinkst einen kurzen und dann geht's weiter, ne? Da genau, ist du machst dann irgendwie eine Frau an und sowas alles halt, ne? Also furchtbar. Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, weiß nicht, ob du das auch teilen würdest, den Gedanken, früher ist man halt auch mehr zu bestimmten DJs hingegangen, beziehungsweise hat sich informiert, wer spielt denn da, oder ich habe hier, was weiß ich, vielleicht ein Plakat gesehen oder wie auch immer. Das heißt, man hat sich bewusst für den Act entschieden, ist da hingegangen und es war quasi ein Konzert. Mhm. Und jetzt ist es ja so, meistens geht man mal einfach nur weg. Ja. Und guckt auch gar nicht, was vorher ist, sondern einfach nur, um irgendwas zu erleben. Ne? Würdest du das auch sagen, dass sich das verändert hat, dieses bewusste... Ja, also diese Fokussierung auf einen bestimmten Act oder einen Künstler, irgendwie, das ist eigentlich auch etwas, was nicht unbedingt, würde ich nicht unbedingt als positiv bewerten, jetzt aus meiner persönlichen Perspektive, sondern es gab schon etwas, was noch davor war, wo das halt völlig egal war, wer da aufgelegt hat oder wer die Party veranstaltet oder sonst was, sondern da ging man einfach hin, weil es halt eine tolle Location war, weil man wusste, die Musik war gut. Das war eigentlich total egal, wer auflegt. Ja. Ne? Und man hat einfach nur mit seinen Freunden eine gute Zeit gehabt und einfach nur getanzt. Und das waren so, das sind so ein bisschen so die Idealzustände eigentlich dieser Musikkultur auch von Anfang an gewesen. Und jetzt, dass halt immer mehr Produzenten, immer mehr DJs sozusagen bekannt werden können und dass sozusagen auch immer mehr Veranstalter darauf angewiesen sind, aus Marketinggründen bekanntere Leute zu buchen und daraus dann immer mehr so ein Künstlerding zu machen, halt, ne, ist eigentlich schon eher ein Beginn einer Entwicklung, die man auch kritisch sehen kann. Vielen Dank erstmal zu diesen Ausführungen. Ja, gerne, gerne. Jetzt gehen wir mal ein bisschen noch tiefer in den Begriff Szene, Szenewirtschaft. Da habe ich von dir eine These gefunden, die lese ich jetzt mal ganz langsam vor, weil es, ja, man sich ja schon sehr konzentrieren muss. Ne? Mhm. Und dann würde ich dich bitten, vielleicht so 1, 2 Begriffe da mal rauszunehmen und mal zu erklären. Mhm. Du hattest gesagt, meine These lautet, dass die Szenewirtschaft von Szenen elektronischer Tanzmusik eigene, ausdifferenzierte wirtschaftliche Felder mit spezifischen Strukturen darstellen, welche eigene Strukturlogiken entwickelt haben. Mhm. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was ist Szenewirtschaft oder Struktur, was ist eine Struktur für dich? Ja, ja. Wie gesagt, da wird es jetzt ein bisschen nerdig halt, ne? Genau, mal gucken, genau. Das wollte ich noch mal kurz... Also im Endeffekt, das Argument funktioniert eigentlich auf 2 Ebenen. Einmal auf einer... auf einer, sag ich mal, musikkulturellen Ebene und einmal auf einer eher kulturökonomischen Ebene. Musikkulturell heißt im Endeffekt, dass sozusagen wir auch diese Musikkultur selber über ganz eigene Regeln verfügt, diese spezifische Verführungskraft ermöglichen halt. Ne? Also jetzt nur auf einer musikalischen Ebene zu schauen halt. Ne? Also wir haben Tracks zum Beispiel halt, ne? Die haben eine ganz gewisse eigene Struktur, deren Idee ist zum Beispiel, ist eben nicht als einzelne Songs gespielt zu werden oder von irgendeinem Singer-Songwriter irgendwie vorgetrellert zu bekommen, ne? Sondern da gibt es dann eben einen DJ, der sozusagen diese Tracks ineinander verbindet und das dann über Stunden lang so irgendwelchen DJ-Sets machst und dann eben die Leute dazu tanzen halt. Ne? Ja? Ja. Das ist sozusagen so die eigene Logik der Musikkultur halt, ne? Die sich gänzlich unterscheidet von zum Beispiel einem normalen, einer Band oder irgendwie einem Singer-Song. Ein klassischer Pop-Track, 3 Minuten 20 zum Beispiel, ne? Genau, genau. Mhm. Das ist sozusagen schon mal diese kulturelle Seite halt, ne, die ja eben so einen eigenen Hintergrund hat. Und dann das zweite wäre die kulturökonomische. Das ist sozusagen, wir haben hier keine kulturindustrielle Art und Weise der Reproduktion dieser ganzen Musikkultur, sondern wir haben hier eine, die eben über diese, man nennt sie Sozialform Szene, funktioniert halt, ne? Also sprich, da bilden sich halt keine extrem krassen Riesenorganisationen raus, die sich irgendwann monopolisieren oder tendenziell eben monopolisieren, sondern es gibt eben ganz, ganz viele kleine Akteure, die eben eigentlich nur daran teilnehmen, weil sie tierisch Bock drauf haben halt, ne? Die das Ganze leidenschaftlich verfolgen, ist da mal das Stichwort halt, ne? Die sozusagen die kulturellen Möglichkeiten über die ökonomischen stellen damit halt, ne?
Und und das kombiniert zusammen halt, ne? Daraus entsteht dann halt so eine Art eigene Infrastruktur an Clubs, an DJs, an Musikproduzenten, über Booking-Agenturen und so weiter und so fort und sowas, ne? Und wenn man das zusammen sozusagen alles nimmt halt, ne, dann kann man dann irgendwann davon sprechen, dass es sowas gibt wie eine Szenewirtschaft mit einer eigenen kulturellen Basis halt, ne? Aufgrund derer dann sich dann eben diese spezifischen Formen sozusagen stabilisieren, ausdehnen, aktualisieren und so weiter und so fort. Mhm. Würdest du sagen, Berlin ist dafür bekannt, dass es da sehr viele, ne, so eine Szenen gibt, kleineren, die sich gerade so entwickeln? Mhm. Oder ist es generell in Metropolen? In Berlin spielt da schon eine hervorgehende Rolle, was das angeht. Es gibt zwar mittlerweile so diese ganzen Haus- und Techno-Geschichten, gibt es eigentlich, jede Kleinstadt hat mittlerweile eigentlich ihren Techno-Schuppen halt, ne? Wo sie dann irgendwie dann eben die ganzen Stars sozusagen aus Berlin oder sonst woher halt dann irgendwie da mal hinbuchen und dann da läuft irgendwie jeder hin. Aber in Berlin hat das schon eine besondere Konstellation gefunden, was eben auch mit der Historie, mit der Geschichte der Stadt zu tun hat und sowas. Ne? Also, dass eben das Ganze in Berlin so stattgefunden hat und sich so ausgedehnt hat, ne, hat eben ganz spezifische historische Grundlagen. Ja. Jetzt komme ich zu einem ganz anderen Thema. Und zwar möchte ich dich fragen... Einen Bogen hast du gerade gespannt? Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche würdest du nehmen? Speziell meine Lieblingsfrage. Zum Beispiel Zeitreisen, Fliegen. Ich hatte auch noch die Kategorie, ein Instrument oder eine Fähigkeit zu erlernen, ohne dafür zu üben. Das finde ich auch eine Superkraft. Also hast du da irgendwas, was du gerne können würdest, wenn du übernatürliche Kräfte haben kannst? Puh. Nee, also super viele Muskeln brauche ich nicht. Super intelligent will man auch nicht sein, glaube ich. Das ist auch nicht so schön. Vielleicht die Perfektion des Normalen. Wenn man irgendwann der normalste Mensch der Welt wird halt, ne, und damit noch gleichzeitig so ein bisschen... nee, eigentlich ist es Quatsch, ich weiß es nicht. Nee, aber ist doch schön. Ja, ja. Ja, ist doch gut. kann man auch jetzt den Bogen spannen zu deinem Anfangswort? Ne, zu du musst das mit der Hand machen. Also, ne, weniger ist mehr quasi, ne? Was du ja am Anfang, was in die Richtung ging. Gut, die halbe Stunde ist schon um. Das ist aber schade. Ja, deswegen... Aber ich habe das Bier noch gar nicht ausgetrunken. Ja, wir können ja gleich noch eine rauchen gehen, dann trinke ich auch noch eins. Rauchst du überhaupt? Ich rauche, ich dampfe mittlerweile. Du dampfst? Ja, ja. Also ich habe das mit dem Rauch mehr oder weniger nicht eingestellt. Ich schlauche mich noch bei Freunden durch, auf Partys halt. Mhm. Ne? Aber eigentlich kaufe ich selber eigentlich keinen Tabak mehr. Weil dein Facebook-Profil ist ja mit einer Kippe, ne? Ist mit der Kippe? Ach stimmt, ja, da habe ich noch geraucht. Ja, genau. Ja, mittlerweile dampfe ich halt. Okay, mittlerweile bin ich recht froh damit. So. Okay. Dampfen, genau. Gut, danke dir fürs Kommen. Gerne, danke für die Einladung. Ja, und vielen Dank auch fürs Zugucken. Ihr könnt es natürlich auch immer online angucken. Was man auch noch online angucken kann, ist noch ein Video, das hast du uns auch, hast du uns ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, das Berghain-Zombie-Video. Was muss man eingeben, um das zu finden? Das heißt, montags morgens um 6 im Berghain heißt das. Genau, guckt euch das doch mal an, das ist ganz lustig. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.